Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Borderlands 2 im altbekannten Trupp zusammen mit dem Freshnate. Oh, Kartoffelgratter. Und dem Baumstriker. Freshnate, weißt du, was jetzt gut ist? Eine Tüte Puffreis als Sättigungsbeilage. Eine Tüte Puffreis, Alter. Ich weiß nicht, was mit uns momentan nicht stimmt, aber das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen normal. So, wir haben hier ein paar Quests zum Mitnehmen. Wir wollten uns jetzt heute Richtung Opportunity aufmachen. Entsprechend nehmen wir jetzt alles Quests, was wir für Opportunity finden, auch mit hier. Ich glaube, hier oben müsste eine sein, bei Lilith. Lilly! Hallöchen. Oh, Alter, ich lese immer noch bei meinen Nates, die ich da gerade hatte, Gurken, ey. Propaganda ist scheiße. Jack bombardiert sämtliche 6 Galaxien rund um die Uhr mit Propaganda, um die Leute dazu zu bringen, sich in der großkotzigen Stadt niederzulassen, die er gerade baut. Du wirst ihnen zeigen, was für eine blöde Idee das ist. Leih dir Moxis Camcorder. Okay. Den würde ich gern behalten. Hey, ich gerade sagen. Kann ich den behalten? Ich frage für einen Freund. Ich glaube, das macht die auch auf dem Camcorder, ja? Du willst also meine Kamera, hä? Huh? Ich leihe sie dir unter einer Bedingung. Du filmst entweder nackte Haut oder Explosion. Am besten beides. Was die alles aus ihrem Ausschnitt rausziehen kann, ne? Ich kann mal auf nackte Haut explodieren, ja, das kriegen wir hin. Sehr gut. Bring diese Kamera nach Opportunity. Und schau dir auf keinen Fall Moxys Aufnahmen an. Doch! So, werte Moxy, Sie haben auch noch was für uns. Ich habe genau das Richtige für dich. Moxy hat ihre ganz eigenen Gründe, Handsome Jack zu hassen. Als ich mit ihm Schluss gemacht habe, hat Jack meinen Underdome zerstört. Und jetzt will er seine eigene Arena bauen, nur um mir eins auszuwischen. Das werden wir nicht zulassen, Sugar. Begib dich nach Opportunity und erledige den Vorarbeiter des Bauprojekts. Okay. Irgendwie noch eine Quest. Nein. Nicht für Opportunity. Ah, The Bane. Um die kümmern wir uns. Andern mal. Gut, haben wir für Opportunity dann alles dabei? Yep. Auf noch Opportunity. Dum, dum, dum. Geht zwar nochmal im Kopf durch, aber... Eine finden wir, glaube ich, vor Ort sowieso noch. Eine kriegen wir noch vor Ort. Nach Opportunity reisen, die Heimvideos, die Arena zerlegen, beziehungsweise den Vorarbeiter zerlegen. Die Quest, die noch drin ist. War es eigentlich. Wieso bin ich denn gerade müde? Arbeit. Arbeit, was ist das? Ja, kenne ich auch aktuell nicht. Ja. Ich hätte gern wieder was, aber kann man nichts machen. Ja, ich darf ja nicht. Ja, ich weiß jetzt, müssen wir mal gucken, was besser ist, nicht dürfen oder nichts haben. Finanziell selbstverständlich nichts dürfen, würde ich sagen. Ja. Wir kriegen hier sogar noch 2 Quests, glaube ich. Also ich sehe 2 Ausrufezeichen auf der Map, ja? Ach Gott, die Quest. Die Sabbel-Quest. Nein, die Sabbel-Quest habe ich vergessen. Die letzte Tür zu meiner Loge kannst du nur als Jack öffnen. Das heißt, du musst einen Bioscan bestehen und ein Passwort mit seiner Stimme sprechen. Wenn du eines von Jacks Doubles in Opportunity töten kannst, dann kann ich dich durch die Tür bringen. Also erstmal klar, willkommen Opportunity. Ich brauche einen orbitalen Abwurftransmitter und ein paar Surveyor-Köder. Ich erkläre dir später warum. Oh, und wo du schon dabei bist, schalte auch ein paar Ingenieure aus. Wir müssen dem Universum zeigen, dass diese Stadt so gesundheitsfördernd wie ein Kopfschuss ist. Soll ich die Quest mitnehmen oder soll ich sie noch da lassen? Nimm mit! Wie zum Henker spricht man es eigentlich aus? Ist es heißes Statuesque oder wie auch immer. Die Revolution verdient ihren Namen nicht, bis du ein paar Statuen eines
faschistischen Diktators zerstört hast. Gott, Alter. Jeder anständige Krieg auch oh, so ein Wort, Alter. Warum so redet. Statuen von Jack in Opportunity stehen, können wir diesen Krieg nicht gewinnen. Los, Untertan, mach Kleinholz aus den Statuen. Aber fast sagen, wir können mit den Statuen sogar anfangen, weil das das Ganze nebenbei rumgedümpelt. Das ist cool. Geiles, bei mir hat er nie geredet. Achso, bei mir hat er gerade gesprochen. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der Claptrap freiwillig reden hören möchte. Ich mag Claptrap. Ich habe Claptrap. Okay, das ist jetzt irgendwie ein kleines schlechtes Beispiel. Claptrap klebt auf meiner Toilettentür. Du magst auch Sesamstangen, Mann. Ja. Und wenn man so bedenkt, mein Controller-Halter ist auch ein Claptrap, also. Also eigentlich mögen wir Claptrap, oder? Ja, mögen schon, aber nur nicht reden. Schieße auf Statuen. Ich hab geschossen. Noch jemand? Statuen sind kugelsicher? Oh. Diese Runde geht an dich, du seelenloses Objekt. Untertan, finde in der Absetzzone von Opportunity einen deaktivierten Constructor. Den kannst du dann für dich die Statuen zerlegen lassen. Gut. Dann lass uns einen Constructor finden. Also, wenn ich außer jemand hat Einwände, aber ich habe beschlossen, dass diese Statuen die erste Quest sind. Die kann man wunderbar machen. Da kommen wir ein bisschen rum und können ein bisschen ballern. Ich habe gedacht, du willst die Geschichte hören. Die Geschichte hören wir auch noch, aber dafür lassen wir uns dann Zeit. Boah, da erschieße ich mich, glaube ich, vorher. So, einen wunderschönen guten Tag im Orbital Delivery Zone Dings da. Psycho, so alles wie sie. Oh nein, LWT-Loader. IKEA-Schränke kommen. Achtung! Nehmt euch in Acht vor der Invasion der IKEA-Schränke. So, er hat hier einen Einschalter. Er wacht auf. Super. Vertraue dem Kammerjäger-Roboter. In Ordnung. Der Constructor läuft wieder. Beschütze ihn, während er die Statuen zerstört. Also wir laufen dem Ding jetzt hinterher, verteidigen ihn und warten, bis 4 Statuen kaputt sind. Das ist eine so epische Quest. Soll ich den Transmitter schon mitnehmen oder soll ich den noch liegen lassen? Schaff den orbitalen Versorgungstransmitter zu dem großen Kran hinter dem Hafenviertel. Sobald du einen Abwurf anforderst, zerstört der Moonshot den Kran. Dürfte toll aussehen auf Film. Das passiert, wenn man Geld aufnehmen will und das Item zu nah dran liegt. Striker hat schon mal den Transmitter aufgenommen. So, hier, Constructor, mach was. Crashnate, küss mich. Küss mich. Danke. Was wird das jetzt wieder, du Opfer? Sachbeschädigung. Ist das dein Ernst? Wie tief? Hey, er hat euch Opfer genannt. Statue gefällt dir nicht, ist klar. Ich sehe einfach zu cool aus mit meinem Fuß in dem Banditengesicht und du bist eifersüchtig, richtig? Ah, stimmt, sein Fuß steht auf dem Banditen. Boah, jetzt sag mir bitte nicht, das siehst du das erste Mal jetzt. Oh, nee, er steht auf einem der Crimson. Er steht auf dem Crimson Lance. Hey, Freshnate, stell dich mal. Da rechts in den Constructor hin. Oh. Tut das gut? Ach nee, scheiße, es fällt ja dahin. Dann geh jetzt heim und lass mein Eigentum in Ruhe. Sonst haben wir ein verdammtes Problem. Ich hab sie auf Kopf gekriegt, bin nicht dran gestorben. Dann standst du nicht richtig drunter. Oh, man kann dran sterben, wirklich? Ja. Ich bin das eine Mal an der vierten Statue draufgegangen. Das ist natürlich episch. Eingeweide zu fressen. Ich leiste bei Gelegenheit. Hi, Ding, ich helfe dir. Ich liebe es. Ich habe Geld oder was Legendäres? Geld. Nee, nicht Geld. Aber Iridium. Was Legendäres, ey. So viele Kram haben wir jetzt einmal, ja, zweimal komm gehabt. Man darf doch wohl träumen dürfen. Ja, ist okay. Nein.
Okay. So, wo fällt die runter? Träume existieren nicht. Boah, ich glaub, nach rechts fällt die um. Jeder stellt die auf eine Seite und der, der auf den Kopf kriegt, hat gewonnen, oder was? Gewonnen! Ja! Yeah. Oh, ich bin tatsächlich nicht mehr dran. Glückwunsch! Ey, als ob du mittlerweile hier durchrennen kannst. Ha. Komisch. Wurde ich doch damals von irgendwas. Aber du kriegst nirgendwo anders einen Insta-Kill her. Also, ich hätte es jetzt witzig gefunden, wenn gleich irgendjemand doch nochmal an so einer Statue stirbt. Claptrap, Schnauze. So beschädigt ist er auch noch wieder nicht. Gab's nicht mal irgendeinen Kammerjäger mit so einem Skill, dass man. Ja? Ich lass Jack rausreden. Wo war ich stehen geblieben? Achso, gab's nicht irgendjemanden, der bei Friendly Fire heilen konnte? Meinst du, der auf den geschossen wurde, oder was? Ja, also, dass der auf den geschossen wird, sich hochheilt. Also, du meinst jetzt als Beispiel, wenn ich auf dich schieße? Ja, dass ich dadurch geheilt werde. Irgendeiner konnte das doch mal. Ja. Ich weiß. Roland, oder? Es gab doch einen. Richtig. Ah. Ja, komm, gib's mir! Okay, toll, du hast es geschafft, du gehst mir auf den Sack. Hier kann ich nicht durchgehen. Jetzt schon. Ah. Wir haben Preis gewonnen, wir haben Preis gewonnen. Der ist in meinem Gesicht gelandet, Mann. Du hast auch ein echt hübsches Gesicht, ich verstehe, warum er das tut. Der auch. Die sind sogar Level 23, ich bin begeistert. Das bringt ja sogar ein bisschen was. Der hat eine blaue Bandit SMG fliegen lassen. Ja, klar, dass der Kollege wieder alles aufsammelt, das geht. Entschuldigung, willst du haben? Der Loot geil, nö. Wir haben gerade so viel Schrott liegen lassen, da dachte ich, nehme ich mal wieder was mit. Du willst nicht wissen, wenn ich anfange, Ninja zu looten, dann wirst du dich richtig beschweren. Wisst ihr, Leute, mit sowas muss ich hier rumschlagen. Einfach, dass wir ein Dislike für den Kommentar. Fertig ist. Was für ein Kommentar? Das war eine Antwort. Das war kein Kommentar. Leute, habt euch einfach lieb. Nee. Er hat sich immer noch nicht entschuldigt. Wofür denn? Ja, für die Aktion. Welche? Oh. Was soll das? Ist okay. Willst du mir einfach nur auf die Eier gehen? Nein! Hab dich lieb! Kannst du dich damit trösten, dass du mich einmal für ungefähr 8 Sekunden leicht irritiert hast? Gratuliere! Deine Eltern müssen stolz auf dich sein! Bei der Gewichtbelagerung müsste ich, glaube ich, nach links fallen. Wie wir uns einfach drum betteln. Eine Statue auf den Kopf zu kriegen. Oh, hat er eine Bitch in der Hand? Nein. Vielleicht. Sicher? Versteht? Das ist keine Bitch. Das passt aber komplett von der Form. Gut, der Lauf vorne ist ein bisschen lang, ne? Aber sonst. Das ist eine Bitch mit Extended Barrel. Oh. Constructor, schneller. Ich will jemand eine Statue auf dem Kopf haben. Ja. Nach rechts. Oh. Woohoo. Ja, nur zu! Wirf auch die letzte um! Ich hab schon eine tolle Idee für eine neue Statue. Und zwar wie ich dir in die Eier trete. Ich werde so 15 von den Dingern in Auftrag geben, um sie überall aufzustellen. Da du nun mit dem Bot fertig bist, wird es Zeit für ein wenig Spaß. Hast du schon mal einen Constructor tanzen sehen, Untertan? Denn das kommt jetzt! Drücke den anderen Knopf, um sein Tanzprogramm zu starten.
Ein Constructor hat ein, ein Tanzprogramm. Ja, vor allem bei der Wall, oder? Oh. Ist explodiert was? Naja, ist ja so ähnlich wie tanzen. Du bist so ein Volltrottel. Sieg! Opportunity wird jetzt starten und vorübergehend los sein. Für immer. Wird Jacks Statue und vorübergehend los sein für immer. So. Das ist Deutsch. Du hast dir eine Geschichtsstunde gewünscht. Wollen wir die jetzt direkt reinschieben? Oh je. Yeah. Ja. Oh. Es gibt heute eine Geschichtsstunde, weil wir haben Borderlands 1 komplett falsch verstanden. Auch wenn wir dabei waren, wir haben das irgendwie falsch verstanden, deswegen werden wir jetzt einmal aufgeklärt. Und ich zum größten Teil alles verprügelt habe. Mit Brick. Geschichte ist manchmal lustig. Willkommen in Hyperion's Hall of History. Alle Bürger, die das Ende unserer Geschichtstour erreichen, erhalten eine stattliche Steuerrückzahlung. Opportunity ist nur die erste Hyperion-Stadt auf Pandora. Oh, hör auf zu reden! Mann! Nicht zu weit reinrennen, Freshnate. Ich kann nicht hören. Entschuldigung. Die gratis holen mir eine Runtermaschine, die Jack uns allen geschenkt hat, ist so laut. Ich könnte es ja fast zum Vorarbeiten schon vorarbeiten oder so, keine Ahnung. Wir hätten fast die Hauptquest gemacht. Und dann war Jack. Als Jack auf Pandora ankam, fand er eine Welt voller Gefahren und Elend vor. Jack bewaffnete sich bis an die Zähne mit hochwertigen Hyperion-Waffen. Waffen der Firma, die er seine Heimat nannte. Jack, jo, welch episches Bild, schön. Aha. Nächste. Jack erfuhr von einer legendären Kammer, die ein schreckliches Übel beherbergte. Auf seinem Weg zur Kammer überwand er unzählige Gegner, grausige Monster und üble Banditen. Das ist doch Blake, der das gerade erzählt, oder? Ich glaub ja. Dillis, Roland. Oh, Brick am Heulen! Oh, was für ein Weichei. Willst du das in einem Duell nochmal, In Borderlands 1 austesten? Brick ist ja nicht da. Da hinten ist ein Badass Constructor gekommen. Schön für ihn. Erschieß ihn! Soll ich? Mach mal. Triumphierte über die bösen Schatzsuche und schenkte Pandora den Frieden. Dann sicherte sich der Gutaussehende die Schiffrechte für den Planeten, den er gerettet hatte. Denn die Kammer barg ein wundervolles Geheimnis, von dem nur er etwas geahnt hatte. Danke, Jack, dass du Pandora gerettet hast und den Zerstörer. Langweilig! Okay. Jack, was hast du als dieses Tolles gemacht? Dieses geheimnisvolle außerirdische Element sprudelte nur so auf Pandora und Jack wurde überall. Du hast ihm aufs Auge geschossen, das reflektiert den Schaden. Okay, das war schon der Geschichte. Ne, hier, einen haben wir noch. Mittlerweile Inhaber der Hyperion Corporation hat Jack es sich zum Lebensinhalt gemacht, Banditenabschaum zur Strecke zu bringen. Es gibt nur ein Wort, welches Jacks Bedeutung für Pandora gerecht wird. Heros. Wow. Alles gut. Er ist so ein geiler Typ, ey. Danke für Ihren Besuch in der Hall of History. Nochmal zur Erinnerung, Arbeiter. Ein getarntes R42-Geschütz könnt ihr von einer T34-Überwachungskamera. Nein. Braucht ihr eigentlich Hilfe da hinten? Nö. Was sagt denn dein Turtle Shield? Mein Turtle Shield sagt 3071. Okay, vergiss es. Okay. Hier ist eine Classmod für dich. Nee. Ja, aber doch, war aber. Mods. Und eine blaue für Kommando, weißt du, super.
Romano haben wir auch voll dabei, ne? Ja. Oh, was haben wir denn als nächstes Schönes hier? Töte den Vorarbeiter, das finde ich gut. Moxie hat uns gebeten, einen Vorarbeiter umzubringen. Also, gehen wir Leute umbringen. Ich gucke hier gerade so schön zum Psycho rüber. Das sah schon ein bisschen episch aus, auf diesem freien Feld mit dem Sand da. Er da einfach nur in der Mitte. Ja, wir können jetzt Sammeln nehmen. Wir können, hätten nach unten langlaufen können. Ja, egal. Wow, die geben eine EP. Wow. Hab ihn. Hallo Jasper. Tschüss Jasper. Gut. Einen Schlüssel fallen gelassen. Tu einer Lady einen Gefallen und nimm ihn. Ah, die Kehrregal. Sag ich ja, die Invasion hat gestartet. Da ist sogar was hier alles drin. Was? Warum macht die jetzt das zweite Mal auf? Okay. Da. Jeder Schlüssel passt in ein Schloss. Eine Pistole. Check Snack. Die Container. Sieh nach, ob dieser Schlüssel einen von ihnen öffnet. Okay. Das war das so der epischste Loot, den wir heute gefunden haben, glaube ich. So, wir haben jetzt irgendwie den Schlüssel aufgenommen und sollen jetzt irgendwie gucken, was er aufschließt oder was war das? Genau. Okay. Dabei noch den richtigen Weg finden. Ich habe gerade irgendwo ein komisches Elektrogatter abgeschaltet. Weiß aber gerade nicht, wo das hier war, aber ich habe eins abgeschaltet. Klingt, als hätte dieser Schlüssel genau die richtige Größe. Sieh nach, ob was Nützliches drin ist. Wenn ich mich mit Sprengungen auskenne, und das nehme ich doch an, könntest du mit Hilfe dieser Sprengladung in die Baustelle fluten. Wenn du die Rückhaltemauer in der Nähe sprengst und diese Gruben flutest, bin ich dir ewig dankbar. Das alte Busenwunder ist immer noch sauer auf mich, was? Ich meine, versteh mich nicht falsch, ich verstehe das. Wenn man mal für umsonst Geld gegessen hat, spachtelt man nicht gerne Hamburger, für die man bezahlen muss. Falls du kapierst, was ich meine. Kapierst du, was ich meine? Das. Kommt das erst, wenn ich die Bomben einsammle, oder? Schwänze! Ich spreche über Schwänze. Wir haben doch schon. Schwänze! Ja, nimm auf! Sprengkörper des Vorarbeiters. Da werden Weiber zu Hyänen, Sprengkörper, die du für die Zerstörung der Flutschutzmauer verwenden kannst. Gut, dass ich als jetzt Flutsch gelesen habe, aber okay. Ja. Hey! Blöde Sau! Er ist tot. Ich wollte gerade sagen, es waren nochmal PWR-Loader, aber PWR-Loader waren das, die diese Angriffe reflektieren. Genau, die haben ihre Klingen, die sie vor sich rumkreisen lassen. Schrank. Mit, wow. Reichtum. Macht und Ruhe. Jo. Moment, das hatten wir schon mal irgendwann. Ja, ich glaube, darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Hey. Ah. Weg von dem Sprengstoffschätzchen, das wird eine Mordsexplosion. Werde ich sterben, wenn ich hier bleibe?
Meine Baustelle, oh verdammten Maxi, du Mieselschlappe! Schade. So wütend habe ich Chad nicht erlebt, seit ich seinen schönheitsoperierten Arsch in die Gosse getreten habe. Komm zurück, Schätzchen. Das ist ja langweilig. Ja, das war jetzt nicht so spektakulär. Ja, wir haben was in die Luft gejagt. Ich finde, das ist in Ordnung. Ich jag gerne Dinge in die Luft. So, dann können wir jetzt noch ein paar Filme machen, ne? Heimvideos. Nimm Surveyor-Köder auf. Oh, haben wir noch nicht. Töte Ingenieure. Gut, das haben wir getan. Oh, Striker, ich dachte, du hättest die Köder schon aufgenommen gehabt. Nee, ich hab den Orbital-Transmitter mitgenommen. Der war hier unten mit drin. Den müssen wir ja jetzt nur noch platzieren. Okay. Hi. Nee, auf den Dächern rumgeklettert war ich noch nicht. Hier oben ist die Bildungsstätte. Living Legend Plaza. Es gibt nur ein Wort, was Jack beschreiben kann. Heros. Warum eigentlich Heros? Giros? Giros? Ja, denke ich auch jedes Mal dran. So. Hörst du auf, mich zu schießen, blödes Ding? Mein Gott, so. Steuertransmitter! Steuertransmitter, mit dem die Bewegungen von Hyperion Surveyors kontrolliert werden können. Und davon drei mit Stück. Mit diesen Ködern kannst du die Surveyor zu jedem gewünschten Ziel leiten. Wenn du die Köder an Jacks Propagandawerken befestigst, sollten die Surveyor da reinkrachen. Könnte lustig werden. Sage ja, du Vandalismus. Was? Ja, schnell, was geht? Ich hab grad ein paar Dinger. Das ist okay, ich hab dich schon ein bisschen vermisst. Ich würde jetzt einfach mal stumpf zum nächsten Wegpunkt laufen. Wie wär's, wenn wir erstmal die drei Sachen platzieren, weil wir müssen eh darunter. Oh, ich hab den anderen Wegpunkt gar nicht gesehen. Gut. Da waren die Symbole von euch, jetzt sehe ich sie. Ja, ich sehe sie jetzt auch. Ist okay. Ich hätte es jetzt auch platziert, nur wer hält ja nicht mit auf Aufnahme. Ah, warum? Oh, Standbild. Merk ich gerade. Jo, Verbindung verloren. Woo! Okay, da wurde uns jetzt einmal mitgeteilt, wie wir die Folge heute beenden, ne? Volle Mitteilung. Ja. Also, eigentlich dachte ich, dass wir heute Opportunity vielleicht sogar noch fertig machen in einer leicht längeren Folge. Nö, hat sich wohl irgendwie erledigt. Ja, Das war wohl nix. Ja, ich bedanke mich natürlich trotzdem ganz herzlich fürs Zuschauen. Und, naja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Sackeiter. Alter, jetzt ist aber langsam gut. Widerlich.